So, heute mal ohne Fotolicht, nur mein Licht. In diesem Zimmer ist an, mal schauen, wie das jetzt ausschaut. Ja, Hallöchen zu einer Spirit-Lounge zum Thema Die Toten lehren die Lebenden, aus gegebenen Anlass. Vor einiger Zeit, vor kurzem, habe ich erfahren, dass ein sehr guter Freund von mir gestorben ist und er wurde keine 40 Jahre alt. Er hatte einen sehr schönen Tod, muss man sagen. Er ist eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht und wurde von seiner Mutter gefunden, die mir erzählt hat, dass er ganz ruhig eingeschlafen, friedlich, so hat sie es genannt, dass er friedlich eingeschlafen ist. Und er hat mir auch noch ein paar Nachrichten hinterlassen. Ja, das ist die momentane Situation, über die ich sehr nachgedacht habe. Er ist leider sehr jung gestorben, er wurde keine 40 und offenbar an einer Thrombose. Er hatte schon eine Vorerkrankung, beziehungsweise hatte er ein sehr dickes Bein, das angeschwollen ist. Er ist nicht zum Arzt gegangen, wollte das verschieben und dann war er am nächsten Tag tot. Das ist die Situation und warum mache ich dieses Video oder was will ich euch dazu sagen? Weil mich diese Nachricht natürlich schockiert hat, aber anders schockiert, sondern es war nur noch mal so die Gewissheit, ja, er ist wirklich tot. Und ich möchte mit euch darüber reden, welche Gedanken ich dazu habe und welche Gefühle. Es ist tatsächlich so, dass wenn du stirbst, das ist mir klar geworden. Und wenn der Körper also nicht mehr, der leibliche Körper nicht mehr auf der Erde weilt, das ist tatsächlich das ist, was übrig bleibt, das ist die Essenz und das ist tatsächlich die Liebe. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel wert ist eigentlich ein Leben? Und diese Fragen, die man sich dann stellt, was sollte jetzt eigentlich dieses junge Leben, warum wurde dieses junge Leben genommen? Und vor allen Dingen, was hat es den Hinterbliebenen zu sagen? Und mir ist klar geworden, dass, ich kann es nochmal wiederholen, dass tatsächlich, wenn jemand stirbt, das bleibt die Liebe, die Essenz des Lebens ist exakt das, was bleibt. Und der Tod hat in gewisser Weise auch eine gewisse demokratische Formation, Information, insofern, als dass der Tod und das, was der Tod danach macht, mit den Toten und mit den Hinterbliebenen, nicht darauf schaut, welchen Status, welchen Beruf jemand hatte, welche Anerkennung gesellschaftlicher Art, sondern herausgezogen und energetisch spürbar wird tatsächlich das, was die Seele ausgemacht hat. Und bei spirituellen Menschen ist es so, ich bin ein spiritueller Mensch, habe ich wahrgenommen, dass sie offenbar ganz anders trauern als nicht spirituelle Menschen. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht in Trauer, in tiefer Trauer. Mir tun natürlich die Hinterbliebenen leid und die Mutter. Aber diese Trauer weicht einem Verständnis und einem Wissen, dass der Tote, mit dem du übrigens auch reden kannst, mit dem du eine Verbindung aufnehmen kannst, das ist übrigens auch etwas ganz Ursprüngliches, etwas ganz Natürliches. Du brauchst kein Channel-Medium, um mit den Toten, mit den Hinterbliebenen zu sprechen, mit ihnen zu kommunizieren. Das geht auf eine ganz natürliche Herzverbindung. Ja? Wenn du einen Bezug zu den Toten hattest, dann kannst du sie immer noch spüren, sie sind immer noch da, sie sagen dir auch etwas, wo sie sind, wie ihr Tod war. Du spürst sie, du hörst sie anhand ihrer unverwechselbaren Sprache, ihres Ausdruckes, ihres Energiekörpers. Und da kannst du auch ganz viel erfahren.
Wie gesagt, du brauchst dafür kein Channel-Medium, das du teuer bezahlen musst, sondern das ist etwas ganz ursprünglich Natürliches. Ja, das kann jedes Kind das machen. Und was mir mein Freund gesagt hat, mit dem ich geredet habe, wie es ihm geht, und ich weiß, dass es ihm gut geht, er hat gesagt, das ist sehr bemerkenswert, dass es tatsächlich so ist, und er hat mich in dieser eh schon von meiner Seite aus bestehenden Meinung bestätigt, und das ist jetzt auch eine weitergehende Erkenntnis von mir, dass nur wir, da wir hier auf der Erde sind, Materie ist sehr träge, die Möglichkeit haben, in Anführungszeichen uns auszutoben. Wie im Jenseits, das übrigens nicht das Endziel ist. Das Jenseits ist nur die andere Seite der Medaille unserer Erde hier. Es ist nicht das Endziel. Ja? Aber es ist so, es ist schon ein paradiesischer Zustand, zumindest dort, wo er ist. Und hat gesagt, nur wir haben die Möglichkeit, jetzt noch etwas zu bearbeiten und uns auszutoben. Ja? Er hat das in der Form nicht mehr. Ja? Und es stimmt nicht, dass die Toten keinen Körper mehr haben. Sie haben noch einen Körper, dort wo er ist, aber er ist komplett anders. Er ist sehr viel feiner und tatsächlich durchlässiger, hat er mir gesagt. Und es ist tatsächlich so, dass ich meinen Freund nicht so sehe, also ich kann ihn schon so sehen, wie er früher war, eine charakterische Gestalt, unverkennbar, sondern dass die Essenz des Toten herauskommt, seine Seele, seine schöne Seele und was sie tatsächlich alles beinhaltet hat, so wie eine Blume. Ja, ja, und das lässt natürlich auch nachdenken über die Endlichkeit des Lebens. Wir alle sind auf einer Reise, die irgendwann hier in dieser Materie enden wird und dann wieder einen neuen Anfang nehmen wird. Das ist so die Quintessenz, und spirituelle trauern ganz anders, wenn sie eine Kommunikation zulassen zu den geliebten, gestorbenen Menschen. Und es ist auch kein richtiger Verlust, weil du weißt ja, der Tote, sein Energiefeld ist immer noch da, du kannst immer noch mit ihm kommunizieren. Wenn er sich dann irgendwann wieder reinkarnieren würde, glaube ich, dass das nicht mehr ginge. Ja. Das ist jetzt nur meine Annahme. Ich könnte das ja noch einmal gegenchecken. Ja, das ist mein Gedanke zu meinem verstorbenen Freund, dass nur die Liebe bleibt. Und ich wollte dich daran erinnern, man muss sich auch selbst immer wieder daran erinnern, dass wenn du jemanden hast, den du magst oder den du liebst, dass du dir nicht allzu lange Zeit lässt, klar Schiff zu machen und ihm das zu sagen. Denn vielleicht hast du irgendwann hier auf der Materie, auf der Erde, in der Materie nicht mehr die Möglichkeit dazu. Ja? Daran wollte ich dich erinnern, zu überleben, was wirklich wichtig ist, und dir Gedanken darüber zu machen, ob du den richtigen Weg gehst. Ob du den richtigen Weg gehst, so etwas wie eine Inventur deines Lebens machst, ob das wirklich so richtig ist, was du machst. Und ich glaube, das Richtige im Leben ist nicht schwer, sondern leicht. Denn du bist ja, deine Seele im Grunde genommen ist ja leicht. Dein Körper ist schwer, die Materie ist träge, aber dein Körper und deine Seele ist leicht. Und wenn du aus dem Herzen heraus agierst, dann kannst du nichts falsch machen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, irgendetwas falsch zu machen. Es geht nicht, wenn du aus deinem Herzen heraus agierst. Du kannst machen, aber du kannst dich auf den Kopf stellen. Du wirst nichts Falsches machen können. Das ist auch noch ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ja, wir leben in sehr spannenden Zeiten. Ihr habt gesehen, zwei meiner Videos zum Thema Corona wurden zensiert. Ich darf über Corona nicht mehr reden, sonst gefährde ich meinen Kanal. Ich habe mir natürlich überlegt, ob ich einen Anwalt einschalten soll.
eine einstweilige Verfügung machen soll, weil meiner Meinung nach war das ja wirklich nur meine Meinungsäußerung. Und dann habe ich festgestellt, es ist übrigens gar nicht so einfach bei YouTube, weil die ja in den USA hocken. Es gibt aber einen Trick, wie ich gelesen habe, weil früher im Impressum eine Hamburger Adresse drinnen stand und ein Mädel, da gab es so einen Artikel, hat es über ihre Eltern, die Anwälte waren, deren ganzer Kanal gelöscht wurde, also vor Corona, geschafft, da irgendwie eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Und ich habe natürlich auch überlegt, soll ich jetzt zum IT-Anwalt gehen und das machen. Und dann habe ich mir überlegt und ich habe gesehen, wie viele Kanäle gelöscht wurden. Ja, von Ärzten, von wirklich keinen Underground-Kanälen, sondern wirklich großen Kanälen, die gelöscht wurden. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich mache es nicht, ich dokumentiere es, ja, und ich werde jetzt, ich habe auch noch keinen Strike hier auf meinem Kanal, aber man muss sich nichts vormachen, es gibt auch Kanäle, die einfach so gelöscht wurden, ohne jegliche Voranmeldung, ich dokumentiere es, das ist mir relativ wichtig, ich habe schon gesagt, dass ich wahrscheinlich auch auf BitChute gehen werde. Das wird noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, weil dort das Format ganz anders ist. Ich hatte Probleme, dort was hochzuladen. Ja, das wird noch. Und momentan habe ich auch nichts Aktuelles, was ich dort hochladen möchte. Denn alles Wichtige, gerade auch was Corona betrifft, ist ja im Netz. Insofern ist jetzt hier kein großer Handlungsbedarf unbedingt nötig, dass es jetzt irgendein Thema gibt, wo ich jetzt unbedingt noch irgendetwas sagen muss, auch wenn es nur im kleinen Bereich ist. Das zu der Corona Problematik. Ja, was will ich dir noch mitteilen? Du siehst, ich bin so ein bisschen entspannt. Ach, es ist heute so ein schöner Tag gewesen. Das Wetter, die Sonne. Ich will dir einfach nur sagen, genieße das Leben. Genieße wirklich jeden Augenblick. Ich weiß, sagt man so häufig, jeden Augenblick. Natürlich kannst du nicht jeden Augenblick genießen. Natürlich musst du auch in die Zukunft schauen. Und immer nur die Leute, die sagen, genieße den Moment, das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Natürlich darfst du auch in die Zukunft schauen. Natürlich darfst du auch planen. Die Sache mit der Zeit ist auch eine tricky Angelegenheit. Es gibt ja so viele Menschen, die möchten Zeit sparen. Zeit sparen, ja? Wer hat nicht schon mal von uns irgend so ein Buch in der Hand gehabt oder irgendeinen Artikel angeschaut, wo es ums Zeitsparen geht? Zeitmanagement. Und dir ist aber schon klar, das erinnert mich so ein bisschen an Momo und die Herren, die grauen Herren. Du kannst Zeit nicht sparen. Es funktioniert nicht. Du kannst Zeit für später nicht sparen. Und umso mehr du versuchst, deine Zeit einzusparen, umso mehr wird sie dir zerrinnen und du wirst nichts genießen können. Das ist auch eine sehr interessante Eigenschaft von Zeit. Natürlich kannst du auf den Drücker drücken und kannst mal irgendwie was schnell machen, wenn irgendwas ganz schnell gehen muss. Was muss schon, ja? Aber dann wirst du feststellen, dass das, was du jetzt schnell gemacht hast, dass du diese Schnelligkeit wieder einholen darfst in deiner Erholungszeit. Also letztendlich ist es ein Nullsummenspiel. Es bringt nichts. Ja? Und dann, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, du hattest ein Projekt, du wolltest irgendwas machen, weiß ich nicht, Haus umräumen, Haus bauen, Verein gründen, was ist irgendein Projekt? Materie ist träge, das wirklich längere Zeit in Anspruch nimmt, dass du nicht einfach so machen kannst. Ja? Und dann plötzlich wurdest du krank. Dir ging es schlecht. Richtig krank. Ich meine, es ist richtig krank. Du kannst nicht mehr aufstehen. Und dann merkst du, wie all das, was vorher, oder jemand stirbt. Und du bist erstmal, Moment, hey, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Was ist hier geschehen? Und all das, was vorher wichtig war, löst sich plötzlich auf. Es hat überhaupt gar keinen Wert mehr. Es hat all die Agenda-Punkte, die du durchführen wolltest, sie spielen keine Rolle mehr. Und plötzlich hast du wieder Zeit und kannst dich für das beschäftigen und für das interessieren,
das wirklich zählt. Ja, der Tod gibt dem Leben einen ganz anderen Wert, beziehungsweise einen anderen Blick auf den tatsächlichen Wert des Lebens. Wie denkst du darüber? Die Toten können uns sehr viel für das Leben lehren. Ist das nicht paradox? Die Toten können uns das Leben lehren. Ist das nicht paradox? Vielleicht hast du dich ja schon mal mit Jenseitsforschung beschäftigt. Und da gibt es ein paar ganz interessante Interviews von Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten. Der Tod gehört also im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben. Interessant. Ich wollte noch über ganz andere Themen reden, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so richtig die Lust dazu. Das vielleicht tatsächlich, vielleicht sollte wirklich dieses Video, ja, dem Thema Tod und meine Gedanken darüber, Endlichkeit und ja, das Wertvolle des Lebens gewidmet sein. Und was mir auch aufgefallen ist, dass natürlich ist, wenn ein Mensch gestorben ist, ist er hier von der Materie, ist er unwiederbringlich weg. Du kannst ihn nicht mehr treffen, du kannst ihn nicht mehr anrufen, du kannst nicht mehr mit ihm tanzen gehen, du kannst nicht mehr mit ihm wandern gehen, du kannst keine Diskussionen, keine Gespräche mehr führen, keine Feiern mehr feiern, nicht mehr schwimmen gehen, das geht alles nicht mehr. Ja? Aber ich glaube, dass auch die Art und Weise, wie jemand stirbt, etwas über sein Leben sagt. Und dass dir auch jemand noch im Tod, unabhängig davon, dass du mit den Toten kommunizieren kannst, dass es sehr viel über sein Leben sagt und auch sehr viel über dich. Und du überlegst dir dann jede einzelne Situation, die unwiederbringlich nicht verloren, aber einfach vergangen ist und nicht wiederholbar ist, ja, wird ganz anders gewürdigt. Ich glaube nicht, ich habe mich letztens mit einer Freundin sehr lang über das Thema Verklärung unterhalten. Was ist Verklärung? Wann verklären wir? Und ich glaube nicht, dass das Verklärung ist, sondern es ist ein Unterschied, ob du eine Situation im Nachhinein mit einem Nebel und Nimbus der Verklärung umgibst oder ob du eine Situation siehst und plötzlich merkst, mein Gott, wie viel Schönheit lag eigentlich in dieser Situation und du hast sie nicht erkannt, weil sie vergangen ist, weil sie so unglaublich kostbar ist. Ja? Und du hast viele Dinge nicht erkannt. Ja. Ja, ich werde noch zu Erleuchteten. Bin ich ja jetzt schon. Kleiner Spaß am Rande. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen soll. Das wollte ich eigentlich schon. Das habe ich auch schon angekündigt oder das habe ich schon gesagt in dem Video, das zensiert wurde. Die Alternativen zu den Masken, da habe ich ja erzählt, dass ich bei eBay ab und zu unterwegs bin, dass mich antike Geschichten interessieren, Antikschmuck, ich habe da einen ganz eigenen Geschmack und ja, andere Dinge interessieren mich auch sehr. Und da habe ich erzählt, dass ich einfach mal so aus Lust für 10 Euro habe ich ein Paket, ein Überraschungspaket eines privaten Händlers gekauft, zu dem ich einen guten Draht hatte und ich wurde nicht enttäuscht. Und ja, ich habe es wieder gemacht, diesmal noch günstiger, aber darum geht es ja nicht. Die Dinge haben den Wert, den man ihnen gibt. Habe ich mir wieder etwas gekauft, ein Überraschungspaket und das liegt schon relativ lange bei mir, ohne dass ich es aufgemacht habe, weil ich die Überraschung genießen wollte. Ja, das sind die kleinen Freuden im Leben. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in diesem Video aufmachen sollte.
Das Leben ist ja eine Überraschung. Jetzt muss ich schauen, ob mein Handy noch läuft. Ja, es läuft noch. Das Problem ist nämlich, dass immer der Speicher abgeht. Ja, was meint ihr? Soll ich das jetzt öffnen oder nicht? Habt ihr Interesse daran, was da drinnen ist? Was könnte das sein? Soll ich das Geheimnis auflösen oder soll ich es nicht auflösen? Was meint ihr? Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und drehe eventuell dieses Video oder nicht. Und dann werde ich es, wenn ihr wissen wollt, was da drinnen ist, das kleine Überraschung, reinstellen unter dem Thema: Ja, ich habe es wieder getan. Ich habe mir ein Überraschungspaket gekauft. Ciao.